Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit Detroit 92 und wir sind hier im letzten Part der Caustic Cavern stehen geblieben und jetzt haben wir uns entschieden, zeigen wir euch schnell ein Easter Egg. Dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen laufen. Also das zweite Easter Egg auf jeden Fall, was hier ist. Und hier habe ich im letzten Part ja noch am Ende noch so ein scheiß Badass Feuermutant besiegt und naja, jetzt laufen wir sowieso nur durch. Genau, ich habe noch diesen ekligen Käfer hier getötet, schnell. Ja, so. Den ein Erfahrungspunkt, ne? Guck mal, Leute, es laggt nicht mehr im Moment. Sehr gut. Ich hoffe, wir schaffen es lebendig hier durch. Hoffen wir es mal, im Infested Warehouse. Gott, du Bastard. Denn wir müssen zum zweiten Easter Egg ein bisschen laufen. Die meisten, die das Spiel schon gespielt haben, kennen das Easter Egg. Aber es gibt auch halt auch viele, die wissen halt überhaupt nichts hiervon. Wie und ich. Zum Beispiel, aber es gibt auch Leute, die haben auch schon viel Borderlands gespielt und haben das Secret nicht gefunden, weil dieses Easter Egg ist nicht gerade offensichtlich. Oh Gott, hier ist so ein Slag-Käfer, Alter. So, wegrasiert. So, viele, die jetzt schon hier sind, wissen schon, die viele, die jetzt schon zugucken, wissen schon, what the fuck? Genau, welches ich werde von dem Easter Egg angesogen. Wurm noch. Ja. Oh ja, nice, ich werde sterben. Echt jetzt? Wurmlochviech. Wo bist du denn? Ich habe ihn umgebracht. Okay. Sehr gut. Oh, noch einer? Ernsthaft? Ja, aufpassen. Umgebracht, Alter. Scheißviech. Und hier liegt noch Iridium. 4 Stück. Oh, es gibt noch einen. Lauf einfach weg, Alter, Junge. Kann ich nicht. Der zieht mich ja an. Was soll ich machen? Ach ja, da war ja was. So, ich hoffe, jetzt kann ich weglaufen. Ich musste 3 von den Viechern töten. Oh, was? Zieht dich jetzt auch einer an? Nee. Nee. Gut. Aber ich muss halt. So. Geschafft. Einfach laufen, laufen, laufen. So, laufen wir einfach mal. Guardian Ruins. Jo, wir sind auch gleich da. Du wirst auch gleich vollkommen überrascht sein über das Easter Egg. Mit Sicherheit. Aber erstmal müssen wir hier ein paar Kristallisten töten. Oder einen oder so. Kristallisten mal. So. Aua. Und so, der erste Kristallist ist tot. Da ist noch so ein Fühler. Ja, ich merke das schon. So, wegrasiert, Alter. So. Oh, ich habe noch einen Skillpunkt. Dann skill ich doch mal. Dann skilligst du mal. So, nice. Wir werden abgeballert von da ganz hinten, Alter. Was geht denn ab? Alter. Ach, von dem scheiß Käfer da hinten. Super badass. Halt den Käfer so. Geil. Wollen wir den erstmal töten, weil der nervt jetzt doch schon ein bisschen, ne? Oder? Kommt der hierher? Nee. Ja, der schießt die ganze Zeit hierher. Lass ihn doch vorher töten. Ja, wir töten den jetzt einfach, Alter. Gott, dieser scheiß Käfer, ne? Er vergräbt sich. Scheiß Bastard, Alter. So. Wie wär's mal mit meinem Sniper? What the fuck, Alter? Da. Wo ist er hin? Hinter dir. Oh, hinter mir? Da ist er. Oh nein, ich will nicht runterfallen, danke. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich guck schon. Da kommt er. Gut, er ist down. Wegrasiert. Der lässt irgendwas fallen. Oh nein, nicht schon wieder so ein. Oh Gott. Diese Wurmloch-Bastarde, Alter. Lad doch nach, ey. Geil. Du hast mir gerade meinen Kill geklaut. Ich hab dir Geist geklaut. Ich bin tot. Nein. Doch. Also was heißt, du hast mir meinen Kill geklaut? Der ist wohl durch dich irgendwie gestorben. Ich hab eigentlich nicht runtergeschossen. In dem Moment. Wo denn? Krass. Weißt du, wo wir anfangen? Ganz wieder eben, wo du warst, ne? Ja. Ja, hab ich schon gedacht. Na, der Weg ist ja nicht allzu kompliziert.
Oh nee, ich kämpfe jetzt mit Sicherheit gegen keinen Kristallisten, Alter. Du kannst gegen mich alleine kämpfen. Ach nee, ich fange ganz in der Nähe wieder an. Alter, ich hatte mal 25.000, jetzt habe ich nur noch 16. Naja, gut, wir haben viel verloren, um das Easter Egg zu zeigen von Dark Souls im letzten Part. Ja. Aber ist ja nicht allzu schlimm. So. So, wir sind da. Ich zeig dir euch das Easter Egg. Einmal müssen wir hier hoch. Da kommst du niemals drauf eigentlich mal. Also sagen hier rum. Und wenn du hier um die Ecke guckst, siehst du schon. Da musst du gegenhauen. Nein. Warte. Alles zerstören. Noch nicht reingehen. Wir zerstören erstmal ein bisschen. Aber Leute, die ein bisschen sich auskennen, wissen, was das hier ist. Zerstören wir mal alles. Ich glaube, da sind sogar Waffen drin, oder? Oder? Weiß ich nicht. Alter, ernsthaft? Minecraft? Jetzt kannst du ungefähr ahnen, wo ich meinen Skin her habe. So, dann geh mal vor. Du wirst überrascht sein. Noch mehr? Wie lange müssen wir denn jetzt da gehen? Aber genau, da gibt's Sachen drin. Geld und Kohle. Ne, Kohle gibt auch manchmal Sachen drin. Sogar Skin-Anpassungen gibt's hier. Also wir könnten hier theoretisch auch noch farmen, wenn du willst. Gibt ja richtig coole Waffen. Sogar im Minecraft-Look. Also sogar Minecraft verschießen. Echt? Ja, ja. Die Feuerbälle sehen aus wie Minecraft-Klötze denn. So. So, wollen wir rein? Ja, wir gehen rein. Nein, Creeper! Oh nein! Pass auf, hier geht's auch um. Pass auf. Hier müssen wir farmen. Oh, fuck you. Wow! Lass mich kurz einen töten. Der Creeper. Hier. Oh, die lassen geilen Stuff liegen. Das ist das Geile. Ein Skinner-Pass gebe ich dir gleich. Aber ich habe, glaube ich, schon alles. Die lassen richtig geilen Stuff fallen, sagst du. Ja, wir müssen halt das Problem, wir müssen die halt töten. Nicht, die dürfen sich halt nicht selber in Luft sprengen. Badass Creeper! Oh nein! Ist da was? Der hat einen Kopf fallen lassen. Ich hab ihn schon. Ich nehme einfach mit. Ich habe eine Kopfanpassung gekriegt. Oh, die ist ja geil. Kopf freigeschaltet. War das schon alles? Die ich jetzt habe. Ich habe eine lila Waffe gefunden. Ich glaube, die gebe ich dir mal. Deda? Pounder? Rüste mal die Waffe aus, die ich da hingelegt habe, die blaue. Die heißt irgendwas mit, die macht irgendwas mit Deda. Warte. Und. Vielleicht macht die so komisches Geräusch. Deda, Deda, Deda. Warte kurz. Das war eine lila Waffe, sagtest du. Nee, die blaue war das. Die macht irgendwas, da steht irgendwas in der Beschreibung mit Deda. Dedo. Ich rüste die mal aus. Mach den mal, guck mal nach, was wie die schießt. Nee, die schießt normal. Okay. Ja, dann hauen wir die Plätze mal kaputt hier. Warte mal, machen wir gleich. Ich will noch mal kurz das Sniper ausrüsten. Und ich habe irgendeine komische Waffe aufgehoben. Die lila Waffe, die du mir gegeben hast. Ich glaube, das war Rhythm Lance. Die ist aber... Oder war das... Nee, das war der Pounder hier. Der Pounder? Der Pounder. Das scheint aber eine Schrotflinte zu sein. Hier sind noch Wände. Ja, die ist besser. Viel besser. Also, du kannst aber mal an der Wand gehen. Die andere war da hinten. Vielleicht kann man vielleicht mal durchboxen. Dann boxen wir uns mal durch. Hier ist nämlich auch Goldklumpen. Gold, vielleicht sind da neue Waffen drin. Ne, nee, nur Geld. Okay. In Gold ist, glaube ich, nur Geld drin, ja. Ja. Und die Kohle soweit auch fast nur Munition bislang. Glaube ich. Nee, bei mir war diesmal am Kohleblock gar nichts drin. Ja, wieso kann ich die Waffen nicht zerstören? Hier geht's hinterher noch weiter. Ich glaube ja. Aber nicht viel. Nee, aber es ist cool. Es ist ein cooles Easter Egg, ne? Ist ein sehr cooles Easter Egg. Ich kann ja schon so viel verraten, in Borderlands Pre-Sequel gibt es ein Super Mario Easter Egg. Echt? Jo. Ach, da spielst du ja Handsome Jack, ne? Nee, sein Klon. Also Doppelgänger. Den Block kann man doch, den Block kann man kaputt machen.
Ja, man kann jeden Block irgendwie kaputt machen. Leider nur mit Hand. Ja, leider. Wenn wir das nächste Mal hier sind, müssen wir trotzdem wieder rein. Denn... dann können wir farmen, ne? Ja, es gibt hier... ich habe eine richtig geile Shotgun gefunden gehabt. Mal hier. Eine richtig geile. Die wirst du richtig mögen. Weil die schießt dir so... die schießt Schoss so, Rote Feuerblöcke ab. Rote Feuerblöcke. Lass uns mal da hinten noch die Kohle... noch die ich da... ich habe da noch Kohle übrig gelassen. Die will ich noch schnell wegmachen. Aber ist schon ein cooles Easter Egg, ne? Das ist echt nice. Manche geben sich nicht so viel Mühe. Mit nee. Easter Eggs. Manche noch mehr sagen, manche... finden, werden wir noch mehr Easter Eggs hier finden? Ja, aber nicht mehr so große. Nicht mehr sowas wie hier. Nur noch so Kleinigkeiten. Also die nicht Anspielungen. Mehr so, nicht eher so mehr... Anspielungen. Ah, okay. Nicht mehr sowas wie das Dark Souls Easter Egg oder das hier. Ja, vielleicht noch sowas ähnlich wie Dark Souls, aber nicht so wie das hier. Definitiv nicht, denn das hier ist das Größte. Ah, okay. So, dann haben wir hier noch eine Nebenquest. Eine oder sogar mehr, ne? Wo wollen wir die Fotos eigentlich gleich hinbringen? Zu Moxie oder zu Marcus? Ich weiß nicht, ich will mich ja irgendwie bei Marcus hat Waffen, aber irgendwie die Waffen, die wir kaufen können, sind alle scheiße. Moxie hat wenigstens einen Bonus für, ne? Du weißt. Ja, ich weiß. Der Bonus, der tut's mir halt auch an, ne? Aber ich kann ja schon, aber sollt ihr was verraten? Verrat es mir. Sicher? Ob du das denn hören möchtest? Ich möchte das hören. Moxie ist die Mutter von der Dicken. Nein! Und weißt du, wer der Bruder von den Dicken ist? Wer? Das ist Scooter. Nein! Doch. Yo! Hier tun sich Abgründe auf. Ja. Alter, töte alle die Kristalliten hier, Alter. Die bringen ohne Ende Kohle und eine Waffenkiste. Ist hier ein besserer Sniper dabei? Das wäre natürlich nice. Nee, der ist kacke und der ist auch kacke. Nehme ich trotzdem beide mal mit. Naja, Kohle ohne Ende. Aber Erfahrung ist halt null, ne? Gefühlt. Ja, aber Kohle. Passt doch. Kleinvieh macht auch Mist, sagt man doch so schön. Geht, ne? Hier ist noch ein Badass-Warkeep, der irgendwie die Dings angreift. So, was mit der Nebenquest, die hier noch irgendwo rumgeiert? So, den haben wir wegrasiert. Die holen wir gleich, ne? Schüler! Ja. Au! Fuck you, Alter. Stirb. So, der. So, das war's. Kristallisken alle tot. Weißt du, wie viel Schaden. Ich muss auch übrigens, ist dir das mal aufgefallen, wie viel Damage ich einfach mit den Granaten mache? Das ist unfassbar. Das ist heftig, ne? Meine benutze ich im Moment kaum, weil die Explosion halt einfach zu lange dauert. Die hüpfen ja immer erstmal, ne? Ja, musst du einen anderen Mod ausrüsten. Jupp. Komme ich hier jetzt überhaupt wieder hoch? Tatsächlich komme ich nicht hoch, Alter. Oh, hier hast du noch Waffen liegen lassen. Ich habe ein paar mehr Waffen liegen lassen, weil ich voll bin. Ach so. Alter, geh da noch hoch. Oh, los. Nee, du kommst hier leider nicht hoch. Ja, wie komme ich hier jetzt wieder raus, hinten. Alter? Ach, da hinten lang. Lel, da geht's unter der Brücke lang, ich Idi. Ich sage das nur einmal. Wir sollen eine Lore finden. Bist du in der Nähe schon? Müsstest du eigentlich in der Nähe sein? Ich bin in der Nähe, ja. Lol, wie cool. Passt ja. Ich bin ja extra hier geblieben. Lore schon gefunden? Nee, ich such gerade. Ja, du bist doch in der Nähe. Ist die etwa da oben? Ja, die ist bestimmt oben auf der Brücke drauf. Geil, da hätten wir die Mission auch gleich eben annehmen können, ne? Ja. Jetzt darf ich auch außen rum rennen. Das Easter Egg war aber nice. Ist cool, ne? So. Dann weiß ich auch schon, was ich aufs Thumbnail pack. Ja, ein Creeper. Richtig, die Idee hatte ich auch. Ja, aber das ist halt, das passt halt perfekt dazu. Das ist prädestiniert. Da ist die vergangene Lore. Wir müssen die Lore schieben zum Brecher. Wo ist der Brecher? Oh Gott. Ernsthaft? Ja, dann schieb mal. Kann ich anheben, ne? Nice, Leute. Wir haben Gott sei Dank das meiste auf dem Weg eigentlich getötet, ne? Nice, Leute, da werdet ihr richtig schön Kopfschmerzen kriegen. Ah, jetzt. Sie bewegt sich von alleine. Jetzt nicht mehr. Wieso Kopfschmerzen? So wie das bei mir hier vibriert. Kann man das als Vibrieren bezeichnen? Ja, kann man.
So, ich habe die Lore dahin gebracht. Oh, hier ist ein Kristallisk, Alter. Stirb. Wiedersehen. Sammle alles ein, was die fallen lassen. Alter, wie viel Geld die einfach geben, ne? Das ist unfassbar. Vor allem geben auch nochmal extra Geld wegen Explosion. Jupp. Der ist schon cool gemacht. So, ich drücke auf den Knopf da. Da ist die Luftschleuse, das hier ist irgendwo der Knopf. Ich drück rauf. Was ist das eigentlich für ein Block, der da drin ist? Sieht aus wie sehr krasses Erz. Jupp. Alien-Erz. Ich soll die schieben, aber irgendwie geht das nicht auch jetzt. Oh, geil. Du Mist, Alter. Boah, der ist fast tot. Nee, der ist fast tot. So, jetzt ist er tot. Meine Waffen sind einfach zu gut, Alter. Ich habe keine Probleme die ganze Zeit nicht. Ich auch nicht mehr. Hab jetzt auch neuere Waffen gefunden. Das sind alle Killer, die ich habe. Gerade diese Torpedowaffe, die ich hier habe, ist heftig. So, aktivierst du? Ja, na klar. Oh, nice. Natürlich wartet da schon was, ne? Einfach eine Granate reinschmeißen. Hilft. Oh. Jupp. Da ist noch ein Medikit, das nehme ich gerne mit. Hier ist noch mehr. Sieht sehr ungesund aus, wo wir uns reinbewegen, ne? Definitiv. Vorsicht, da kommen noch mehr. Hm. Irgendwelche ekligen Käfer. Einfach eine Granate werfen und dann ist gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Wirf einfach eine Granate, dann passt das schon. Hier oben der Käfer fast. Ach, du lebst ja schon wieder. Tschüss, Käfer. Ach, da sind noch mehr Medikits. Sag Bescheid, ja, wir müssen halt immer drauf achten, wegen unserem Leben, wegen Medikits, ne? Jupp. Luftschleuse 3, öffne mal bitte, oder? Mach ich. Dann erkunden wir ein bisschen Chaos the Caverns, weil hier kommen wir eigentlich storymäßig nicht hin. Nur für Nebenquests halt. Ah, okay. Oh Gott, hier ist Warehouse infested. Geil, wofür ist dieser Schalter? Sehen wir gleich. Für nichts. Warte, bis der Brecher fertig ist. Wird das der Mansch jetzt? Das gucke ich mir an. Oh, das muss ich sehen. Geh mir aus dem Weg, du Scheißkäfer, Alter. Willst du mal da reingehen? Nein, der müsste spawnen, wir wieder irgendwo anders, ne? Nein, ich gehe da jetzt nicht rein. Oh Gott. Alter. So, ist gleich da, ist gleich da. Ey, ist gleich da. Klitsch rein. Nice, sehr schön. Bugs. Das war's. Nimm mal Roh-Iridium auf. Oh Gott, was wollt ihr denn alle? Wo ist denn das Roh-Iridium? Das kommt gleich. Ach, da kommt es. Roh-Iridium. Das ist doch das Zeug, auf was meine Waifu so steht. Stimmt. Meine Waifu, ja. Hier ist noch eine Waffe, nimm die mal mit. Ja, ich muss verkaufen. Ich muss kurz hier den Badass Waki töten. Der nervt halt. Hier ist ein Schild, die sind aber alle kacke. Mhm. Oh, Alter. Gott, diese Badass Waki, das ist Wakis, Alter. Basti, stirb. Sehr unangenehmer Ort. Ich nehme einfach mit, du bist ja eh voll, ne? Ja, genau, nimm einfach mit. Kauf den ganzen Scheiß. Haben wir eh nicht. Das ist ja noch so ein Vieh, Alter. Noch so ein ausgewachsener Waki. Ich liebe mein Ding. Wollen wir hier mal gucken, was hier sonst noch ist? Irgendwie ist die Karte nicht aufgedeckt, ne? Obwohl wir hier sind, ne? Stimmt. Merkwürdig. Nur Geld. Oh, dieses Nachladen. Die Waffe, ich bin froh, weil die Waffe, die braucht halt gefühlt eine fucking Stunde. Um nachzuladen, wa? Oh Gott, du bist tot, Alter. Halt still. Oh. Nice, sehr gut.
scheiß Wakis, Alter. Ja, natürlich, habe ihn voll getroffen, aber er stirbt halt nicht. Gut, du hast ihn umgebracht, sehr schön. Immer noch. Vorsicht, das ist eine Larve. Töte die schnell, bevor die Eier legt. Bevor die schon auf, bevor die schlüpft. Ja, so, ich habe sie, hab sie umgebracht. Hier sind noch mehr, öffne alles, da könnte Iridium drin sein. Ja, ja. Aber nur Geld. Hm. Kann man hier irgendwie hoch? Ja, Moment. Nicht runterfallen. Danke. Kommt man hier irgendwie hoch? Ja, irgendwie an der Rand da irgendwie. Ja. Ich glaube, warte mal. Da ist noch eine Waffenkiste. Da unten noch Munitionkisten. Und? Soll einfach alles mitnehmen? Klassenmods, Assassine. Ich bin voll. Und Commander und Gunzerker. Was bringen denn die Assassinen-Mods? Ladegeschwindigkeit und Schildkapazität. Für mich war da nichts. Abklingzeit. Nur der eine Klassenmod hier ist besser. Was kann ich denn davon ablegen? Ich habe schon noch andere Klassenmods. Ja, den da. Psycho-Klassenmod kann weg. Oh, eh kein Mensch. Kann ich den mal anlegen? Dann verliere ich zwar maximale Gesundheit und dann habe ich auch keine Gesundheitsregeneration mehr. Aber Gesundheitsregeneration ist so ein guter Mod, ne? Oh, ich habe die Abkürzung aufgemacht, ne? Hier ist eine Abkürzung zum anderen Gebiet. Nice. Hier ist zum Startgebiet. Sehr gut. Gut, nochmal zurück. Wir erkunden kurz mal Quiz und Cross the Cabins an. Ist es für uns nachher leichter zu finden, was wir suchen? Ja, wenn wir hier nochmal hingeschickt werden für eine Nebenmission. Und irgendwie wollen wir ja auch nicht immer nur Nebenmissionen machen, ne? Irgendwelche geilen Scheiße. Waffen. Nimm mit. Verkauf. Wenn du nur mitnehmen kannst, nimm mit. Ich bin voll. Alter. Noch mehr von diesen Barkeeps, Alter. Spassi. Hier ist eine Tür. Ja, Moment. Ja. Mal auf. Mal gucken, wo es hier ist. Sieht sehr nach einer ehemaligen Anlage aus hier ein bisschen, ne? Definitiv. Geld. Pass auf, nicht, dass dir wieder so ein Scheiß entgegenspringt. Jupp. Achte aber auf Volt-Symbole. Du hast entdeckt Doll Deep Core. Doll Deep Core. Ja. Heftig. Heftig, deftig. Hier ist auch ein Bombe. Checkpoint. Alter, was ist hier denn passiert? Die sind richtig blutig. Guck dir mal an, Alter. Was liegt hier? Yo. Kinderleichen? Sind das Kinderleichen, Alter? Anscheinend. Die haben die Kinder gegessen. Öffnen. Hier ist ein Schalter. Netherhive. Wieder Minecraft. Yo. Spider-Rand-Königin, Alter. Was halt drin hier war eine. Easy. Die lässt schlechte Sniper fallen. Warte mal, lass mal nochmal reingehen. Da war eine Leiter drinne. Nach oben. Da war eine Leiter nach oben? Ja. Tatsächlich. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Ich kenne das Spiel ja halt. Ich habe das Spiel ja gespielt, ne? Aber ich kenne es halt auch nicht auswendig. Das ist das. Selbst bei den Stunden, wie du das gespielt hast, kennst du das nicht auswendig. Ja, wie denn auch, wenn man nicht. Man macht ja nicht immer dasselbe. So, hier ist nichts drin, außer Geld. Was ist das hier? Kann man, das kann man aufmachen. Ist auch noch eine Abkürzung zum Startgebiet. Ja, ist auch noch eine Abkürzung, tatsächlich. Wo waren wir denn noch nicht? Da links. Ich weiß nicht, ich weiß aber auch nicht, ob wir da jetzt noch schon hinkommen. Nee, lass wieder runtergehen und dann nachprüfen. Bei den einen Ding. Ja, nachprüfen. Yo, da ist ein Weg. What the fuck, Alter? Was? Wo ist ein Weg? Ernsthaft, hier ist noch eine Lücke. Da ist ein Symbol. Echt? Ja. Ah, fuck. Will aber. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ah, geschafft. Entdecken. Muss ich das auch entdecken? Ja, ne? Ein Kammer-Symbol gibt's noch. Ich weiß nicht, ob du es auch entdecken musst, ja. Kann sein. Es gibt ein Kammer-Symbol, gibt's hier noch. In Chaos Decay, wenn's cool. Wie man einfach so entdeckt, ne? Jupp. Einfach abspringen. Ja, so geschafft.
entdecken. So, ein Kammersymbol haben wir entdeckt. Alter, hier ist aber auch blutig, ne? Jetzt können wir runterfallen. So, und hier lang. So, wo waren wir noch nicht? Nach, jetzt nach rechts. Netherhive, hier waren wir noch nicht. Jo, hier geht's los, die greifen an. Eklige, nackte Spinnen. Was ist denn da beim Mülleimer los, Alter? Was ist das Fett da denn? Alter, das ist das ein Gears of War Easter Egg? Die Viecher was sehen denn so aus wie die, Gears of War Spinnen. Ja? Ja, diese kleinen Nackten. Die haben halt nur ein paar weniger Arme. Aber, oh, Spider-Randriff. Töte ihn, komm. Muss nachladen, sehr gut. Diese kleinen Nackten sehen so aus, ne? Okay. Kann sein, dass es ein E-Tag ist. So, wegrasiert. Also ich kann mich natürlich auch irren. Hier kommen wir noch nicht durch. Da müssen wir außen rum. Ja, Leute, das hier wird wohl ein Erforscher-Part. Erst, was wir schon mal ankündigen können, im nächsten Part geht es erst weiter mit der Story. Ja. Boah, was ist da in dem Auto drin? Hab ich eben auch schon gefragt. Ein Warkeet Badass. Ein Badass Warkeet. Ja. Der ist ein bisschen bad, der ist ein bisschen mad. Ja, ein bisschen sehr mad ist der. Noch so eine Königin, Alter. Alter, ich werde eingesäuret. Ich bin schon dabei, alles zu töten. Geht halt nicht so schnell. Ich töte schon was, das Zeug mit meiner geilen Waffe. Oh Gott, hier ist ein König, Alter. Verarsch mich doch. Töte den König, Alter. Guck mal, wie viele tote Spinnen hier einfach liegen. Ich habe ein Medikit entdeckt. Hm. Was ist das? Lahm. Necromancer. Kacke. Hier ist noch eine Granatenwerfer. Ist der besser als meiner? Mein Rocket Launcher. Oh ja, ich glaube schon, oder? Nee, er ist schlechter. Kann liegen bleiben. Oh krass. Hier geht. Yo, nicht schon wieder. Oh nö. Oh nein. Oh doch, leider ja. Den kann ich nicht mal mit. Den kann ich wieder nicht mal einfangen mit meinen Dings. Oh krass, Alter. Ich bin gleich tot. Oh nein. Da sind wir ganz viel in der Nähe, eigentlich solltest du schaffen. Na super. Ja, easy Heady gegeben, Alter. Komm, töte ihn. Ja, easy. Wegrasieren. Gott. Dachte, oh nein, ich bin gleich tot. Tot. So. Also ich meine das Vieh, ne? Nicht ich. Ich lebe noch. Ne, ich hab schon oben drauf geachtet. So, wegrasiert. Oh, das Sniper ist echt gut, auch wenn es ein Dreischuss ist. Das macht halt relativ viel Schaden, wenn die drei Schüsse treffen, ne? Guck, dann zieh ich dem einen. Ich hab den einen fast sein gesamtes Leben abgezogen, einfach. Medikits. So, der ist auch tot. Ist schon nice. Wir rasieren die halt einfach easy weg, ne? Außer jetzt so ein Flammentypen-Wichser, aber selbst die rasieren wir halt gut weg. Medikits hier. Ja, da haben wir hier alles erkundet, oder? Ich denke mal schon, ne? Karte. Wir sind wieder hier zurück. Die Mitte haben wir noch nicht, aber ich glaube, da kommen wir eigentlich an. Müssen wir eigentlich anders hoch. Müssen wir von oben. Müssen wir eigentlich von oben nochmal rauf. Oh, nice. Muss nachladen. Von der Mitte. Sehr gut, du hast sie getötet. Übrigens, so ein Tadpole-Thresher-Dings, ne? Ja. Davon gibt es einen richtig großen, fetten auf Level 72. Oh Gott, schaffen wir den jetzt schon? Der schwerste Boss. Nein, der schwerste Boss im Spiel. Echt? Jo, da habe ich den schaffen. Den schafft man sogar selber kaum zu viert, aber es gibt halt ein paar Exploits, die man ausnutzen kann, ne? Ah, okay. Dann, so, könnten, wir, dann könnten wir ihn schaffen. Nee, jetzt noch nicht. Nee, jetzt wird's schwach, ist klar. Also wir müssen 72 sein.
Also wir müssen schon hochgelevelt sein, sonst bringt das nichts. Der tötet uns mit einem One-Hit. Der macht der Armgelenk. Oh Gott, schon wieder so einer, der sich hier... Der hier meint, oh, ich zieh mich mal zu dir. Aber eigentlich ist es egal, was wir jetzt in diesem Part noch machen. Ja, einfach mal ein paar Mobs töten, ein bisschen leveln. Die meisten gucken eh nicht bis hier. Die meisten haben schon gesehen, was auf dem Thumbnail war. Das interessiert den Leuten doch nicht mehr, was jetzt danach noch passiert. Genau. Ja, ist ja so. Bitte. Ist ja so. Ist ja alle, so. Die bis hier geguckt haben, schaltet bitte nicht ab. Alle, die bis hierher geguckt haben, sind die Besten. Genau. Und alle, die nicht. Aber die meisten haben schon. Ich sag das wirklich, jetzt mal ehrlich. Ich sehe das ja bei mir in der Dings, in den Statistiken, in den Analytics. Alle, die nicht bis hierher geguckt haben, sind scheiße. Nein, Quatsch. Und, naja, die hören das ja eh nicht. In den Analytics kann man ja auch sehen, das ist immer ganz geil. Man kann ja auch sehen, woher die Klicks kommen, wenn die von außerhalb kommen von YouTube. Jupp. Aber ich gucke mir die Analytics meistens nicht an, weil ich kein Interesse daran habe, woher was kommt. Ich mache das für die Leute, die das gerne gucken. Fertig. Eben, aber ich finde es halt in Englisch ein bisschen interessant, woher die als ganze Zuschauer alle auf den Kanal kommen. Und. Die meisten finden mich durch YouTube. Ja, mich auch. Oder Google. Aber ich sag mal so, überall, wo ich die Links, das Video teile, das ist so gut wie gar nichts, was daher kommt. Jupp. Eigentlich bringt das Teilen nichts. Aber es bringt nur was, weil man teilt. Nicht weil man denkt, die Videos, die Klicks kommen drauf, sondern einfach weil es Teilen ist. Richtig, deswegen, dann spuckt der YouTube-Algorithmus ein besseres Ergebnis für dich aus. Eben, und das ist halt, ja. Ja, aber ist ja eh, wir machen das für unsere Zuschauer, die das gerne gucken oder uns gerne verfolgen. Eben. Das sollte immer im Vordergrund stehen. So, hier waren noch irgendwelche Automaten, ne? Ich kann mich selber töten, fällt mir gerade auf, Lel. Ich auch. Oh, schon wieder so ein Fettflieger. Oh, du Hässlicher, Alter. So. Oh nein. Ach, der Wurmloch. Ja, okay, genau den meine ich. Der zieht dich immer ran, dieser Bastard. Jetzt zieht er auch mich ran. Dieser Scheißwichser, Alter. Naja, so. Tot. Oh, das tut, wir müssen erstmal die Leute hier töten. Tot. Alter. Weil er Stacheln hat, ne? Ja, genau. Der zieht mich halt die ganze Zeit ran, dieser Bastard, Alter. Alter, soll ich mal sagen, verraten, wie geil meine Pistole eigentlich ist? Alter, ich könnte die heiraten. Dann mach hier einen Antrag. Weil so gut ist. So. Ja, nee, hier kommen wir noch nicht hoch. Weil das zu ist. Ah, okay. Storybedingt, ne? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht kommen wir doch noch storymäßig hierher. Ich bin mir halt nicht sicher. Hier ist noch eine Leiter. Genau. Hast du auch gerade gesehen, hoch, ne? Jupp. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Anscheinend nicht. Wieso kann man denn hier hoch? Keine Ahnung. Ja, dann würde ich... Oh, doch. Hier kannst du die Typen hier einfach alle oben bringen. Genau, ich wollte schon sagen. Der hüpft hier einfach lieber, Alter. Ich hab Free Willy gemacht, Alter. Was geht mit dem, Alter? Ich hab keine Ahnung, was bei dem... Das war eine Free Willy-Anspielung, das sage ich dir. So, der ist tot. Den da hinten hast du wegrasiert. Den da rasiere ich. So. Free Willy, kennst du auch den Film, ne? Mit dem Wal und so. Jupp. Mit dem kleinen Gehört, der so, yeah! Dann springt er da rüber, Alter. Ich glaub's nicht. Also, wie geil ist das denn bitte? Kommt man von hier oben so irgendwie da leicht hin? Ich glaube nicht. Das ist noch eine Kiste. Ist das eine Waffenkiste, oder? Nee, das ist oder? Waffenkiste? Nee, das ist keine Waffenkiste, oder? Doch. Und was gibt's für Waffen? Ohne lila, ne? Warte, ich muss kurz mal ausprobieren. Na, ist sie gut? Ist das ein Sniper? Das ist ein Sniper. Oder? Nee. Alter! Jo! Was geht mit dem? What the fuck, Alter? Du Spasti! Ist das eine Schrotflinte oder was? Ja, ist eine Schrot, aber die ist nicht besser als meine. Ich guck mal bei mir. Die ist besser als meine. Nimm du die. Alles klar, mach ich. What the fuck, Alter? Naja, gut, dann lass da zurück. Wir müssen die Mission abgeben. Wir sind hier lang genug gewesen. Die Leute langweilen sich.
Die Leute denken sich so, Alter! Alter, jetzt verpisst euch doch mal hier. Wir wollen das nicht mehr sehen. Free Willy, Alter. Nochmal, der springt hinter dir her. Jetzt bist du frei. Jetzt bist du free. Free Willy. Das noch aber einer. Aber was sagst du Alter, dagegen? Der macht auch Free Willy. Ach, ich hab ihn getötet, Lady. Aber was sagst du zu der Gegend hier? Die ist mal komplett andere Abwechslung im Gegensatz zu Eis oder Ödland, ne? Definitiv. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch guter Kontrast hier. Auch wenn das nicht groß ist. Ich hätte mal eher so einen Kontrast. Ich würde mich über einen Kontrast freuen, wo nicht alles in Kriegszustand ist, sondern wo dann auch mal... Oh Gott, Alter, Bastard. Ist er tot? Fast. Jetzt ist er tot. So, was wolltest du sagen? Alter, ich bin gleich tot. Irgendwas hat mich abgeschossen, oder? Aber was? Was meinst du mit Kontrast? Was wolltest du sagen mit Kontrast? So ein fröhlicher Kontrast hätte ich gerne. So wie bei Tiny Tina. Das war ganz abwechslungsreich. Ah, ja, das wirst du noch haben. Keine Angst. Ich würde ja gerne mit den DLC anfangen, aber der DLC spoilert etwas. Ja, das wollen wir nicht. Und das spoilert nicht das Ende, so ist so viel ist klar, aber wir müssen noch weiterspielen. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr die DLC nach der Story noch sehen oder nicht? Würde mich mal interessieren. Also der DLC, ich sag dir, der ist mega. Der ist besser als das Hauptspiel. Ach ja, du sagtest ja, ein DLC wollen wir auf jeden Fall auch noch machen dazu. Ja, das ist der. Also den DLC von Hammerlock mache ich nicht. Das ist ja sozusagen Hammerlocks Quest erweitert. Ja, genau. Erzählst du es genauso scheiße wie Hammerlock an sich. Genau. Hammerlock ist ein Huan. Ein richtiger Huan. Und jetzt steht er da für immer und hält seine Waffe hin und hofft darauf, dass wir seine Quest machen. Genau, malt mal ein Fanart für uns, wie er da als Skelett steht. Genau, das wäre eigentlich eine coole Idee, mal so ein Fanart zeichnen. So, auf nach Sanctuary. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Malt mal wirklich ein Fanart, wo er da so als Skelett steht. Ich kaufe hier gerade noch Muni und verkaufe mal die ganzen billigen Waffen, die kein Mensch braucht, Alter. Ja, mach ich auch mal. Verkaufen, da. Weg. Artefakte lege ich dir mal hier hin, ne? Oder nee, lass ich mal. Verkauf die Artefakte, auch die ganzen Class-Mods verkaufe ich, wenn ich mal... Ich hab da noch ein Skin-Artefakt für dich, Wow, Moment, weißt du, wenn mal. Du dich hast? Ich weiß dir einfach hin. Ich hab tatsächlich einen richtig guten... Ich hab dir noch einen Skin hingeschmissen. Du hast mir noch einen Skin hingeschmissen? Wo? Von Minecraft, Assassin-Skin Minecraft. Nice, den gönnen wir uns gleich mal. Wir haben uns ja noch gar nicht umgekleidet, das werden wir dann gleich mal tun. So, ich habe einen richtig guten Assassinen-Mod gekriegt, tatsächlich. Override-Abklingzeit, verbessert Nahkampfschaden, weg mit dem Artefakt, Alter, bringt eh nix. So, denn... Ach ja, wir können ja noch gar nicht. So, ich habe alles verkauft, ich habe wieder über 3000, über 2000 gemacht. Meine maximale Gesundheit und meine Gesundheitsregeneration ist gestiegen, Alter. Ich habe jetzt 1100, müsste ich jetzt, glaube ich, haben. War so dumm, ich habe glaube ich gerade voll viele Class-Mods gekauft, ne? Vier Badass-Token habe ich nochmal eingesetzt, nice. Gut, ich mache jetzt, ne? Sanctuary. Ja, hau rein. Dann rüsten wir uns gleich mit dem Minecraft-Skin mal aus, ne? Genau. Passend zu diesem Part. Ich meine, noch haben wir ja etwas Zeit. Auf jeden Fall. Machen wir das mal. Ja, wir haben noch einiges an Zeit. Das passt ja. So, wir sind auch schon da. Da sind wir auch schon. Warte, bevor wir gehen, Truhe öffnen. Wollen wir das noch vorher jetzt machen? Ja, jetzt machen wir jetzt, dann haben wir das erledigt. Mach du mal, ich hab leider nicht mehr genug Schlüssel. Deswegen so, mach du mal einmal nur. Ich mache den nächsten Part wieder. So, was haben wir hier? Warte mal, ich muss mal meine Schrotflinte ausrüsten. Oh, die ist besser, aber da sinkt halt die Genauigkeit und die Feuerrate. Aber die Ladegeschwindigkeit ist höher, die Magazin. Und die macht Korrosionsschaden. Ja, gut. Oh, Moment mal. Sein. Wo ist die Waffe, die ich jetzt gerade weggelegt habe? Ach nee, ich habe sie einfach aufgenommen. Stimmt. Und was ist das? Das ist eine Maschinenpistole. Warte mal. Brauche ich die? Ich muss erstmal eine Maschinenpistole ausrüsten. Meine derzeitige, die ich habe. So, einmal ausrüsten. Ich würde gerne die mit die tauschen hier, weil die hier echt ewig lange braucht zum Nachladen. Nimm die. Ich brauche die nicht. Dann guck dir mal die hier an. Vielleicht brauchst du die ja. Aber die braucht für mich halt zu lange zum Nachladen. Das ist heftig.
Was ist ein Sturmgewehr, ne? Warte mal. Schieß damit einmal und dann glatt mal nach und dann siehst du, warum wirklich da die ganze kämpfe, Alter. So, warte. Jetzt lad mal nach. Vor allem, ich seh die Videos in Zeitlupe machst, ne? Das ist so geil. Alter, nee, die verkaufe ich. Oder möchtest du die verkaufen? Nee, verkauf du die. Waffen interessiert mich halt nicht die Bohne. Alles klar. Ich muss jetzt gerade mal wieder wechseln. Die Waffe hatte ich ausgerüstet. Dafür hatte ich die. Das ist 70, oh. 142. Wie schießt denn die eine? Warte. Muss mal kurz. Das ist die mit Korrosionsschaden, die Schrotflinte. Alter, die ballert, ne? Die ist ja heftig. So, dann muss ich mal kurz Waffen verkaufen. Bevor... Im nächsten Part öffnet Amico wieder eine Truhe. Wir machen das jetzt einzeln, damit wir noch genug Schlüssel haben. Ja. So, so kommen wir auch an immer bessere Waffen und wir können ein bisschen RNG mit ins LP bringen. Ist immer eine Überraschung, was dann aus den Truhen kommt. So, gucken wir mal. Welche Waffe brauche ich nicht? Das ist meine Maschinenpistole. Dann habe ich eine normale Pistole. Die behalte ich auf jeden Fall. Die ist krass, Alter. Aber das hier möchte ich nicht. Das ist kacke. Jetzt lasst mich mal gucken, Leute. Das ist eine Schrotflinte. Das ist die, die ich gekriegt hatte, oder? Nee, die brauche ich gar nicht mehr. Das war meine alte Schrotflinte. Das ist meine neue. Und das ist die normale. So, dann verkaufen wir die hier mal. Die behalte ich auf jeden Fall und den Rest behalte ich. Das ist ganz okay. So, und dann wechseln wir mal. Korrosionsschrotflinte brauche ich nur im Notfall. Den Raketenwerfer brauche ich erstmal gar nicht. Die Frage ist halt, wie viel Schaden die nachher im Endeffekt macht. Sehen von Beinfuß erschöpft. Die ist halt echt nicht gut, ne? 65 Schaden. Verursacht aber extra Explosivschaden. Die ist halt echt nicht gut, Leute. Die ist halt echt scheiße. Wir verkaufen die mal. Die bringt uns nichts. Und legen dafür eine andere Waffe an. Wie sieht's mit der hier aus? Testen wir das doch mal. Die ist ganz cool, die Blitzwaffe. Die nehmen wir. So. Wo wollen wir die Fotos hinbringen? Ich würde es ja zu Moxie bringen. Der wartet kurz auf dich. Aber Markus ist halt auch so eine Wahl, ne? Die Waffen, die Markus hat, verkauft sind halt... Naja. Ne? Richtig scheiße, ne? 17. Haben wir? 33. Dann nehme ich, soll ich nochmal ein Speicherdeck-Upgrade holen? Aber ich würde ja lieber erstmal Muni-Upgrades holen. Granaten, ne? Das hast du gefunden. Raketenwerfer mache ich ein bisschen Skill. Zweimal habe ich es gemacht. So, ich habe schon weg. So, okay, dann gebe ich die Moxie, die Bilder. Ja, warte, ich will bald dabei sein. Ich gebe erstmal ein bisschen Trinkgeld. So, dann gib ihr. So, 1000 Trinkgeld, so. Ich kann sie nicht anreden. Hast du das schon gemacht? Nee, jetzt. Nein. Danke, Sugar. Die wollte ich nämlich ins Econet hochladen. So, dann Belohnung kassieren. Miss Moxies Heartbreaker. Schieß damit mal. Mach ich geil. Warte, mach ich sofort. Das ist gute Heimat für den Ellbogen. Eine schwere Entscheidung. Die schießt in dem Herzen. Echt? Anscheinend. Und wie schnell du mit der einfach nachlädst, Alter. Ja, für mich ist die leider nichts. Ich kann die mir vergleichen. Ich hab auch eine bessere, also... Die hat halt eine schnellere Ladegeschwindigkeit. War genau. Cool. Sie geht aber um 7 runter. Der Schaden geht etwas bei mir runter. Bei mir auch. Ich möchte nicht halt nur etwas, nicht. Richtig hart. Und ich will halt lieber aufs Korrosion haben, weil...
Wir haben noch sehr viele Maschinen vor uns, auf jeden Fall. Ah, das ist der Fu. Oh, die hat 50% kritische Trefferschaden. Sehr effektiv gegen Fleisch. Aber meine jetzige Schrotflinte verbraucht halt 4 Schuss pro, 4 Munition pro Schuss. Nee, die ist für mich nicht gut. Nee, ich glaube, ich verkaufe die auch. Die bringt mir auch nix. Können wir hier Sachen verkaufen? Nee, ne? Nee, da gibt's nur Upgrades für Iridium. So, wenn du, was ich immer die ganze Zeit mal nebenbei mache, wenn du hier durch die Gegend läufst, ja, achte mal auf Leute, die hier rumlaufen. Wenn da ein Typ ist mit so einem komischen Namen. Inwiefern komisch? Naja, also ist halt ein normaler Name, aber da steht halt über dem Kopf halt nicht Einwohner von Sanctuary, sondern so ein spezieller Name. Nicht Crimson Raider oder sowas, der hat halt einen Namen, so ein Computerspieler. Okay. So ein KI. Und ich kann dir jetzt eine Geschichte verraten, ist ja auch so eine Art Easter Egg. Ja. Es gibt jemanden, also in Real, der hat Borderlands 1 sehr geliebt und das war halt sein Lieblingsspiel und hat immer wieder gespielt. Und der ist im Krankenhaus gestorben. Und sie haben ihn hier reingebracht. Und die haben sie hier zu Ehren als seltene, aller sehr seltenen CPU eingebaut, der hier manchmal rumläuft. Du kriegst, glaube ich, von denen auch eine Waffe, wenn du die ansprichst. Und du kriegst eine Trophäe. Aber du sagst, er erscheint nur selten. Er erscheint nur selten. Er läuft ja meistens hier in dieser Gegend rum, wo ich gerade bin. Irgendwo hier in dieser Allee. Okay. Und das wollen wir jetzt die letzten paar Minuten noch machen. Gucken, nein, ob der ist ja nicht. Der ist ja nicht da. Jetzt gerade, ich bin schon rumgelaufen, während du da gemacht hast. So, welche wollen wir denn noch als nächstes machen? Schatzkiste. Hier ist ein Crimson Raider. Aber das war's dann auch schon. Such dir eine Quest aus. Wir haben ja noch 13 Minuten oder so für den Part. Machen wir das hier schnell. Finde Carson, 2 glorreiche Halunken. Wenn die Quest zu Ende ist, ist der Part auch beendet. Fertig. Alles klar, super. Ich bin schon da. Okay, teleportier dich mal hin. Auf geht's. In the dust. The dust. Staub. Nimm ab! Womit denn? Es ist Staub. Fatty Mac, fett, fett. Nimm ab! Kennst du das noch? Nee, kennst du das noch mit Staub? Staub. Nee, aber ich kenn von Protein. Ja, ich mein von Dingens. Little Britain. Staub. Oh ja, natürlich. Wie weit ist das denn hier? Okay. Wenn du hier, du kannst ja R2 drücken und L2, dann schießt du sogar senkrecht. Aber so ich will senkrecht schießen. Dann musst du einfach L2 drücken. Nee, dann kommt. Ach, das sind die Klingen. Ja, okay, alles klar. Ja, ich verstehe. Oh, ich weiß, wir müssen hier rüber. Okay. Ich muss das rüber, da hoch, ne? Guck mal oben hoch. Da muss ich rüber. Ernsthaft? Boom! Leider ist der Kopf dann noch nicht tot. Schießt schon die ganze Zeit bescheuert auf den. Ein Spider-Rand. Oh Gott, die Dinger machen ja weniger Schaden. So, fahr hoch. Let's go! Sicher, dass wir hier hoch düsen? Ich glaube, da kommen wir auf einer Seite rüber. Nee, warte, wir müssen irgendwo anders hin. Oh Gott. Ich war da, den anderen. Den anderen. Den anderen Berg. Den hier. Danke, okay, Gummi. Und? Klatsch in die Base rein. Lell. Dann raus. Schieß um dich. Warum? Schieß um dich. Es gibt keine stärkere Waffe als ein Auto. Er setzt sich hinten rauf. Ne? Er ist richtig gut da. Schützenplatz. So, es gibt keine stärkere Waffe als ein Auto. Dann los. Also schon, es gibt schon stärkere Waffen, aber hier safe, ne? Zieh dir mal den Goliath rein, Alter, der Waffenklingen durchsiebt, ne?
Na, was wollt ihr machen, Jungs? Das ist voll traurig, wie wir in ein Auto reingefahren sind, Alter. Genau, überfahr den einfach. Aber das Blech jetzt geht unser Auto. Ja. Das ist auch ein Shotgun-Zwerg, Alter. Hier sind noch mehr Shotgun-Zwerge. Ich kann nicht nach unten zielen, das ist mein Problem. Ich kann jetzt nur noch klingen. Bleib mal stehen, dann heilt sich unser Auto. Wenn da kein Gegner mehr wäre. Scheiße. Sehr gut. Yo, Elite-Marodeur kommt da einfach raus, Alter. Sehr gut. Hey, wo ich hab geballert. Und ein Kopf da. Gott, diese scheiß Kopter, ne? Nerven. Gut. So, einer weniger. Ich bin aber auch gleich tot. Ja. Ich hat's erwischt. Ich sag dir jetzt schon, mit dem Kopter werden wir in den nächsten Parts auch Spaß haben. Oh nein. So, wie kann ich jetzt raten. So, den Elite-Marodeur habe ich umgebracht. War ja auch nicht schwer, den Typen umzubringen. Irgendwas Gutes dabei? Oh. Da war ein Sniper drin. Ey. Ja, aber grau. kann nicht gut genug gewesen sein, war grau. Ja, das ist wohl wahr. Das war schlecht. Was ist das hier? Benzinkanister. Ah, okay. Achso, ja, jetzt an für eine andere Quest. Na, dann müssen wir darauf ja gar nicht achten. Ich werde dich elektrisieren, Alter. Wenn Miku mir nicht alles wegkillt. Hier ist der zweite Benzinkanister. Die Elektrowaffe ist ja... Oh Gott, da ist ein Shotgun-Zwerg, Alter. Yo! Ha! Easy! Oh Gott, oh, ich dachte schon, ich lasse dich jetzt gerade sterben. Das wäre so dumm gewesen. Nee. Auf Wiedersehen, du Bastard. Oh, nice! Einer noch, ne? Elite-Marodeur, ja, aber den krieg ich easy mit meiner geilen Waffe tot. Safe. Da ist noch ein Kopter. Scheiß Kopter, Alter. Oh Mann. Gott, ist der Kopter scheiße, Alter. Kriegst du den tot? Ich treffe ihn nämlich einfach nicht. Moment. Danke. Ja. Endlich. Scheiß Wichser. Was für Huans. Easy. Wegrasiert. Man, der Sniper, den ich habe, den ich von Mordecai gekriegt habe, der ist echt heftig, ne? Der macht 600 pro Schuss und ich schieß dreimal. So. Na, oh, hier ist ein Volleyball. Den sollen wir ja holen, glaube ich. Ja, aber für eine andere Quest. Nee, Carsten, wo ist Carsten? Der ist hier unten irgendwo. Was ist denn mit Carsten los? Ach, er ist tot. Oh, na. Nett. Das war's. Oh, der lässt Iridium fallen. Sehr nice. Bleibt von ihm, ja? Definitiv. Oh Gott, ein Goliath, Alter. Das war's mit dem Marodeur. Oh nee, da ist ja noch einer. Frei Carsten aus dem Gefängnis? Wo ist der denn? Oh. Nice. Ich höre schon, das klingt spannend. Jetzt dürfen wir. Ja, weil wir.
Jetzt dürfen wir ein bisschen latschen. Jetzt dürfen wir in den Knast einbrechen, ne? Kein Catch a Ride hier? Nee, er ist kurz vom Ziel und das lohnt sich ja eigentlich auch nicht, da, bis da den da mitzunehmen, ne? Nee, das lohnt sich nicht. Ja, dann dürfen wir jetzt laufen. Ah, die Bodentextur sieht nice aus, ne? Die ist cool, ne? Definitiv. Könnte ich mir aus der, könnte ich mir aus dem Screenshot ziehen und dann als Textur für meine Zahlen benutzen. Ja. Oder wir laden uns Modelle runter und benutzen die Texturen von den Modellen des Autos oder so. Als jo. Text, als fürs Thumbnail und so. Manchmal aber kann man alles machen. Ich weiß, ich weiß. Alles ist möglich heutzutage. Alles ist möglich. Ich habe sogar auf eins meiner Thumbnails für die Parts vom nächsten Part Bloodwing als Modell gehauen. Wow. Den gab's auch. Ich musste ein bisschen suchen, aber jemand hat den tatsächlich gerippt. Man muss immer ein bisschen suchen, ne? Weil jetzt Regas guckt eh keiner mehr zu kurz im Finale. Jetzt genau, und wenn so ihr zuguckt, seid ihr die Besten. Unsere Geheimnisse, können wir sagen. Wie zum Beispiel, ja, unsere Thumbnails machen wir niemals selber. Wir lassen uns unsere Thumbnails machen von unseren Fans. Genau, von unseren Fans. Und warum sollten wir uns selbst die Mühe machen? Die waren wir noch nicht, ne? Nee, Friendship Gulag waren wir noch nicht. Aber warum so, oder waren wir hier schon? Doch, nee, das war ein anderer Ort, ne? Hier waren wir noch nicht. Aber warum sollten wir unsere Thumbnails auch selber machen, wenn es Fans gibt, die sich die eher Arbeit machen, ne? Eben. Kein YouTuber ist so dumm und macht seine Thumbnails selbst. Selber machen, kommt schon, da macht sich denn die Mühe. Ich, ja, eben, ne? Wir haben Fans, die dafür da sind. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war zu sagen, ey, wenn wir die Quest macht, wenn wir die Nebenquest gemacht haben, dann ist Ende. Jetzt ziehen wir durch, Alter. Scheiße. Ja, jetzt müssen wir leider durchziehen. Friendship Gulag. Laufen wir einfach durch. Oh Gott, nein. Low. Oh, nö, ne? Ernsthaft? Scheiß Loader. Oh nein. Oh nein. Aber ich habe ja immer so Korrosionwaffen. Ja, jetzt nehme ich auch meine Korrosionsschrotflinte, Alter. Jetzt wird gefickt, Alter, mit der Korrosion. Jetzt wird wegraffiert, Alter. Wirst du doch die. So. Korrosionsschrotflinte, Alter. Scheiß Wichser, stirb einfach. Ach ja. Müssen wir befreien. Oh nein. So, oh, Badass Loader. Nice. Guck mal, Badass Loader, ich hab eine Korrosionsschrotflinte, ne? Wie findest du die, Alter? Wie findest du das, Badass Loader? Du bist gar kein Problem mehr mit so einer Korrosionsschrotflinte, hä? Du Schwanzkopf, Alter. Da ist noch so ein Typi. Ja, Kampfingenieur, hä? Wegrasiert. Oh nein, XP. Oh Gott, da hinten sind auch noch Robo. Oh Gott. Kriegst du den. Nee, du hast keinen Gegner mehr. Beleben wir schnell den Miku wieder, er braucht unsere Hilfe. Easy. Danke, mein Kumpel. Ja, easy. Oh nein, nicht schon wieder die Viecher, Alter. Reparaturbot. Oh. Weg mit dir. Spassi, Alter. Achte auf EXP-Loader. Dieser Scheißviecher. Die respawnen hier ja ständig. Ach, müssen wir die Dinger ausschalten oder was? Kann man die kaputt machen? Nee, leider nicht. Die respawnen hier immer, die ganze Zeit. Scheiße, jetzt hatte ich die Elektrizität umgebracht. Oh Gott, aber hier wird es jetzt aber richtig heftig, ne? So, wegrasiert. Ungemütlich wird es. Definitiv. Oh, der ist auch tot. Alter, hier kommen immer mehr Leute raus. Tot. Auch weg. XP-Loader, Alter. Oh, nice. Waffen zum Verkaufen. Sehr gut. So, der Reparaturbot ist Schrott. Hier wird's gerade echt ungemütlich. Oh ja. Kriegst du einen tot? Oder musst du dir kommen? Ja, ich krieg tot. Ja, gut, easy. Jetzt aber eine geile Waffenkiste. So, wegrasiert. Ich rasiere hier aber gerade noch hinten weg. Oh Gott, EXP-Loader, Alter. Und Warloader. Okay. So, ich komm zu dir. Fantastisch. Ich glaube, das wäre gerade ganz nett.
Ja, etwas, ne? Nein, XP! Oh. Alter, krass. Noch ein EXP-Loader, ich habe ihn umgebracht. Gunloader ist auch weg. Ja, wenn ihr hinter mir, genau hinter mir spawnen, wie soll ich das? Alter, diese Elektrowaffe, die ich hier habe, die ist heftig, ne? Ich glaube, die habe ich mal von dir gekriegt. Wow! Wow! XP, nein! Warloader schon wieder. Bitte lass mich den Warloader töten. Nein, kann ich nicht. Ja, easy. Sehr nice. Leute, da erlebt... Oh Gott, ein Badass-Loader, Alter. Korrosion, Alter. Tschüss, Badass-Loader. Puh. Das waren aber immer noch nicht alle. Da ist noch ein Warloader. Ja, ich nehme nur Munition mit. So, der Warloader ist tot. Ein Gegner ist hier noch. Das ist so ein blöder Reparaturbot, glaube ich. Wir können die geile Waffenkiste öffnen. Mal gucken, was drin ist. Sniper. Lame. Alles lame. Vergessen. Ja, öffnen wir das Gefängnis, ne? Ja, öffne mal. Er ist auch tot. Ist tot? Das überrascht mich nicht. Ich habe von diesem Mobley gehört. Kleiner Gauner. Gefährlich. Pass auf dich auf. Ich glaube, dass du hattest recht. Das war keine gute Idee zu sagen, dass wir nach dieser Nebenquest den Pan aus. Deine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Wir müssen durch 1000 Gegenden laufen. Ja. So, ich kämpfe jetzt auch gegen keine Gegner mehr. Es bringt nichts jetzt zu kämpfen. Wir laufen durch. Wir müssen hier höchstwahrscheinlich eh wieder raus. Also ja, lohnt sich nicht. Yo, das war ein XP-Loader, Alter. Können wir hier nochmal Muni nachfüllen? So. Ich kann mich hier nochmal voll healen. Irgendein guter Schild. Ne, die Ladegeschwindigkeit ist mir zu langsam. Der Schild ist auch kacke. Commander-Klassenmod. Der hat zwar 900 Schild, aber alles andere ist kacke. Ne, lass mal stecken. Da bleibe ich lieber bei meinem 600, bis ich was Besseres finde. Gehen wir. Jo. Das wird richtig nice. Leute, wir garantieren euch das. Das wird saugeil. Wenn wir diese Quest gleich beendet haben. Wie weit müssen wir? Nicht weit. Wir sind einmal um die Ecke. Soll ich einen Catch-a-Ride holen? Nee, du holst schon, ja. Ich fahr vor dir. Genau, fahr sofort los, ich teleportiere mich dann eh rein. Passt schon. Moment, wo ist das? Oh, jetzt muss ich nur links halten. Wahrscheinlich oben, aber ne? Oh nein, echt jetzt? Wie kann man denn da hin? Gute Frage, wir müssen wohl außen rum. Durch da, wuhu! Aber wie? Hinter der Eulen? Vorbei? Nee, das glaube ich nicht, ne? Geht doch gar nicht. Doch, das geht, tatsächlich. War nicht mein Auto. Oder? Nee. Nicht mit dem Auto. Nicht mit dem Auto. Ah. Das wird nice. Ja, das ist wirklich nicht mit dem Auto. Hier kommt schon wieder süße Spinnen. Das war's mit der süßen Spinne. Oh Gott. Ich sollte mal meine Schrotflinte wieder wechseln. Egal, da wollten wir eh durchlaufen, ne? Ja, lauf schon mal. So, los geht's. Süß, wie wenig Schaden die mir halt machen.
Gott, da habe ich den Arm abgefetzt, Alter. Weggefetzt. Hä? Willst du dich mit meinem Schwert anlegen? Ja, jetzt läufst du weg, du Pussy, ne? Guck mal, wie er wegläuft, Alter. Ja, ja, du kannst nichts gegen mich machen, ne? Boom, wegrasiert. Meine Fresse, Alter, diese Kackspinne. Yo, die Spinne hat mir gerade voll den Boost gegeben, weil sie mich runtergekickt hat. Oh nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gegen Spinnen zu kämpfen. Da, mein Schatten, verfolgt ihn mal. Die greifen jetzt nämlich den an. Weil sie Idioten sind. Die sind halt richtige Idis, ne? Wir sind Grabsteine. Nice, wir müssen das Grab von ihm finden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hier liegt er. Ach nee, hier liegt nur Müll. Wir müssen den Grab... Ich habe es gefunden. Du hast es gefunden? Nice, sehr gut. Überlebe den Dreier-Showdown. Den Dreier-Showdown. Finger weg von dem Schatzbanditen. Gentle? Mobley. Du hast dieses Hyperion-Arschloch hergeführt? Ihr Banditen, lasst eure Waffen fallen und geht von dem Versteck weg. Los! Hab eine bessere Idee, Arschloch. Wir ziehen alle, wenn die Kirchenglocke zum dritten Mal schlägt. Ein flotter Dreier der anderen Art. Gut. Ja, dann macht welchen Dreier-Showdown. Zieht! Ender. Hat er diese Gegenseite ab? Tatsächlich. Aber wir werden auch abgeballert. Ich bin tot, Alter. What the fuck, ey. So, einer weniger. Nur noch Gentle. Das war's für dich. Tja, boah. Elektroschaden ist scheiße, ne? Gut, einfach ein Versteck habe ich. Was ist da drin? Ein Moxys Gabe, erhöhte Erfahrung durch das Töten von Feinden. Ich habe Moxys Gabe nicht gekriegt. Gut, das war's. Schade, ich wollte auch Moxys Gabe haben. Egal, ich habe es noch nicht ausgenutzt, du kannst ja gleich kriegen. Oder warte mal, doch, ich habe Moxys Gabe. Im Kampf erhaltene Erfahrung. Den werde ich zum Notfall mal behalten. Der ist schon echt gut, plus 5% EP. Nee, der liegt da nur umsonst da drin rum. Also sagst du verkaufen? Verkauf einfach. Du wirst da nicht hinterher trauern. Ja, 5% Schaden ist aber gut. Das stimmt schon. Aber jetzt wollen wir erstmal nach links und dann nach Sanctuary teleportieren. Dann machen wir wieder Schluss, ne? Ja. Meine Fresse. Wieder mal ein etwas längerer Part, aber fast perfekt von der Länge her. Ja. So, hallo? Sanctuary. Mann, bist du hässlich, Alter. Fette Kuh, Alter. Muh. So muss das. So, let's go. Gehen wir noch uns, bevor wir den Part beenden, noch ausrüsten. Also noch eine neue Muni kaufen und Moxys Gabe verkaufen, verticken. Ja. Wir werden Jack nicht aufhalten können. So. Wow. Spawn 5 Bomblets, 180 Korrosionsschaden an Granaten, Alter. Die ist richtig nice. Kostet auch gut und gerne mal 2000, Alter. Feinde suchen und beim Aufschlag spawnt eine Anzahl Bomblets, die Feinde suchen und beim Aufschlag Gesundheit abziehen. Soll ich die kaufen? Mach doch, was du willst. Nee, ich hab einen Sniper mit Korrosionsschaden und das ist besser. Nee. Weg, weg, weg. Hast du Moxys Gabe wirklich verkauft? Jo. Geschützt ihr euch fühlt.
Ja, mach ich auch. Und dann kaufe ich die Bomblets. Oder hat er noch andere gute Granaten? Nee, die Bomblets kaufe ich dafür. Die liegen zwar dann im Inventar rum, aber die machen Korrosionsschaden und damit sind die Granaten gut gegen Roboter, ne? Jo. So, weg mit dem Artefakt hier. Dann habe ich noch gute Ausrüstung. Der hat nichts. Nochmal gucken, ob ich irgendwas an Muni kaufen kann. Nein. Lade ich nochmal alle Waffen nach. Damit wir den nächsten Part auch gleich gut durchstarten können. So. Miku macht noch was. Ich mag gar nicht. Ich warte nur, bis du fertig bist. Ich bin fertig. Ich laufe jetzt zu dir. Jetzt habe ich Waffe aus Versehen genommen. Oh nein. Egal. Aber Leute, nochmal. Macht ein Fanart davon, wie der Typ hier mit seiner Waffe in der Hand als Skelett rumsteht. Das wäre nice. So, wir rennen noch zur Kirche zurück, da wo die Truhe ist, und dann beenden wir den Part. Jo. Für diesen Part soll es dann auch genug gewesen sein. So, vielen Dank fürs Zusehen. Du machst die Abmoderation. Ja. Ach ja, ja, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Haut rein und tschüss. Ja, tschüss.